Ich muss dazu sagen, ich kann leider langsam nicht mehr hören. Das ist jetzt nicht, also ich finde den Text sogar gut geschrieben. Er ist melodisch, er, weißt, mit ein bisschen Flow da rein und so, weißt, ist cool, ist cool. Ich kann aber nicht mehr hören, dass die Leute vor den Cops weglaufen und kriminell sind und die Mama weint und das, so, mich Nee, reizt es das auf jeden Fall Thema, nicht mehr. das ist das Thema mit so diesem ganzen Straßending. Es ist halt sehr oft sehr stark wiederholend. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Jiggo und Azad mal wieder, immer wenn es regnet. Ah, dazu kann man keine Überleitung machen. Vielleicht regnet es Abos. Zum Beispiel, Ah, oder ja, wir gucken aber jetzt der war schlecht. so, ne? Das meine ich, so keine gute Aber ganz Überleitung. ehrlich, alle unsere Überleitungen sind schlecht. Nein, nicht alle, da waren ein paar schon gute dabei. Na, aber so, man könnte ja auch sagen, so von wegen, ihr solltet aber egal bei welchem Wind und Wetter abonnieren, aber es ist auch halt mies. Es ist halt so, Ist auch näh, mies, ist Abfall, auch Schmutz, mies. Schmutz, Schmutz, Ja, Schmutz. ja. Aber die Leute wissen, sie müssen abonnieren. Abonniert den Kanal. Sie müssen abonnieren. Ihr So. müsst abonnieren. So. Um jetzt mal hier wieder zur Musik zurückzukommen. Azad hat vor, was war das, 2 Wochen? Das war nicht letzte Woche, das war Nee, nee, 2 Wochen. 2 Wochen waren vorletzte das. Woche. Hat er gut abrasiert. Jetzt bringt er, ich glaube, ein neues Signing von seinem Label rein. Ich weiß nicht, woher dieser Jiggo kommt. Ich kann ihn nicht bilden, nicht, woher der kommt. Ja, ich Aber auch auf nicht. jeden Fall featuring Azad. Und da bin ich mal gespannt, was für ein Film jetzt hier transportiert wird. Weil immer wenn es regnet, klingt schon relativ melancholisch. Ja. Wobei Azad das auch sehr gut kann. Stimmt, hat er schon mehrfach bewiesen auf Ja. Dutzenden von Songs. Er ist ja auch der erste deutsche Rapper, der einen Nummer 1-Hit hatte, übrigens. Und Oh. das war auch eher eine, ja, kann man sagen, deepere Nummer, schon ein bisschen, ne? War der Ich hatte. Soundtrack von der Prison Break-Serie. Ah, mit Adel Tawil. Richtig. War der erste Rapper in Deutschland, der Nummer 1-Hit hatte. So, und Und heute ist jetzt? das der Standard, ne? Heute ist das Standard. Heute ist der Dementsprechend Standard. wollen wir mal gucken, was der Song jetzt qualitativ raushaut. Machen wir. Immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet. Immer wenn es regnet. Frag ich mich, wie lang, weil ich hier noch kein Ende sehe. Immer wenn es regnet, bin ich wie gefangen in Gedanken, doch er versteht mich. Ich roll im Hook ist nicht schlecht, muss ich sagen. Hook ist melodisch. Ja. Melodisch, melancholisch. So. Für New mich. School Film, bisschen so. Ja, für mich ein bisschen schwieriger, aber tatsächlich gar nicht so übel. Ja. Also ich höre vielleicht später nochmal so und dann kommt vielleicht noch ein bisschen was anderes dazu, aber bisher muss ich sagen, ist nicht schlecht. Nur nicht ganz mein Film. Dieses melodisch-melancholische, das war früher schon mal, damals mit J-Love und Jonesmann und so. Da war Oh. sehr viel, da war damals sehr viel, was so aus Richtung Frankfurt kam, was so sehr viel so diesen Vibe hatte. Also nicht diesen Vibe, aber so diesen melodisch-melancholischen Vibe. Ja, auch Fly Away mit Kool Savas und wie hieß der? Ich Ah, überlege auch gerade. Da. and there's no TVs and the people don't know my name. War auch sehr melodisch. Ich weiß nicht mehr, wie der Ja, hieß. ja, Ich ja. hab's nicht mehr im Kopf. Ich hab's leider nicht mehr im Kopf. Aber ihr habt das im Kopf, deswegen schreibt ihr das unten in die Kommentare. So. Und ja, also ne, melancholisch gesungenere Nummern hat er schon einige gehabt. Nur waren sie halt nicht immer auf diesem New School-Film. Das ist ja jetzt halt schon eher in diesem New Ja, School-Bereich. ja, ja. Aber es ist ja cool. Es ist ja cool, dass Azad auch so in seinem hohen Alter, muss man ja schon fast sagen, so für einen Rapper. Deutschraps Großvater eigentlich schon. Ja, so, er ist eigentlich von den bekannten Rappern, die jetzt irgendwo noch eine Relevanz haben, auf jeden Fall der Älteste. Und Ja.
Er ist trotzdem, versucht er so am Ball zu bleiben immer. Also nicht nur er versucht es, er bleibt am Ball. Tatsächlich am Ball, ja. Auch mit so einem Song, weil das ist ja wirklich New School, das ist so neuer Sound so und gut, man weiß noch nicht, wie es wird, aber. So, deswegen, so. Wir hören jetzt erstmal wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt jetzt erst der Part von Jigo und dann hören wir weiter. Denke ich mal. Benz, alles funkelt, alles glänzt, auf versteckt die Tränen immer, wenn es regnet. Wey, sag, was ist her? Ich nehm Schmuck und all dem Cash, brennt der Schmerz in Narbe tief in meine Seele. Wey, Brillanten, die scheinen, Diamanten, alles heiß dort. Wer ist Freund, wer ist Feind? Bleib allein, weil ich kein brauch. Zu viel Chaos, zu viel Drama, zu viel Gift in meinen Adern. Fake Love, Fick auf, steh im dichten Nebel. Praise the Lord, no effort, kannst du mir vergeben. Aber wegen Pater Money ist gar verlässt. Mama unter Tränen, denn ihr Sohn ist kriminell. Lauf vor den Sirenen wegen Drogen oder Geld. Immer wenn es regnet. Dämonen in meinem Kopf, brauchst du Kohle, geht es schnell. Immer wenn es regnet. Ja. Ich muss sagen, hat was von Jamule, nur mehr Street. Ja, also New School Film halt, dieser typische, ja, genau. Dieser jetzt neue New School. Ja, es ist halt so, Jamule ist ja in Deutschland so stellvertretend irgendwo für diesen wirklichen, ja, New School Film, ja. So ist ja so. Und mehr so Street. Genau dieser Grundstil vom New School, den fährt er, so der Stimmeinsatz und so weiter und so fort, aber es ist schon mehr Street. Ja. Ich muss dazu sagen, ich kann leider langsam nicht mehr hören. Das ist jetzt nicht, also ich finde den Text sogar gut geschrieben. Er ist melodisch. Er, weißt du, mit ein bisschen Flow da rein und so, weißt du, ist cool. Ich kann aber nicht mehr hören, dass die Leute vor den Cops weglaufen und kriminell sind und die Mama weint und das hat so. Mich reicht. Nee, das Thema, das ist das Thema mit so diesem ganzen Straßending. Es ist halt sehr oft sehr stark wiederholend. So, man muss natürlich dazu sagen, dass der Song trotzdem gut ist. Er macht das jetzt auch auf einem anderen Level als die meisten, aber man hat es halt einfach schon zu oft gehört. Das ist halt genauso wie die Thematik, ich mach lila, ich hole das Geld für Mama, ich kaufe mir einen Benzer. So, das reicht halt auch irgendwann. Aber man muss sagen, es klingt trotzdem nice. Ja. Ja. Deswegen, es kann sein, dass ich den Song sogar häufiger hören werde und auch gut finden werde auf Dauer. Es ist mir jetzt gerade nur aufgefallen, weil es irgendwann halt wirklich übersättigt ist und es stößt halt irgendwann böse auf. Verstehe ich. Bei solchen Zeilen kriege ich leicht Sodbrennen irgendwann. Oh. Aber ganz leicht. Nein, tatsächlich jetzt zu Jigo. Ich kannte ihn nicht. Er bringt einen frischen Wind. Beziehungsweise er transportiert den frischen Wind, der jetzt mittlerweile schon existiert, weiter, sagen wir es eher so. Doch, ist ganz nice. Ja. So. Ja, ist nice. So, der Part ist cool. Ich bin gespannt, was in Zukunft von ihm kommt. So. Mhm. Aber so, das ist auf jeden Fall nice. So. Ja. Deswegen würde ich sagen, guck. Los geht's. Frag ich mich, wie lang, weil ich hier noch kein Ende sehe. Immer wenn es regnet, bin ich wie gefangen in Gedanken, doch wer versteht. Immer wenn es regnet, frag ich mich, wie lang, weil ich hier noch kein Ende sehe. Immer wenn es regnet, bin ich wie gefangen in Gedanken, doch wer versteht. Immer wenn es, dann kommt das halt wieder um die Ecke. Direkt wieder ein bisschen Spannung erzeugen, so. Muss sagen? Nee, also ich muss sagen, ich finde die Hook gut, ich finde Jigos Part gut. Ich denke mal, so extrem viel wird von Jigo jetzt nicht mehr kommen. Ich kann mich irren. Der Song geht 3:30, ja gut, dann kann vielleicht nochmal was kommen. So. Ich nehme alles zurück. Kann immer noch kommen. Es ist so diese Gewohnheit, man hört so Hook, Part, Hook und dann, wenn es ein Feature ist, denkt man ja, okay, von dem Rapper kommt jetzt erstmal nichts mehr, weil der Song geht 2:30 so. Dann aber ist halt der Song nicht zu Ende. Kann vielleicht noch kommen. Ich muss sagen, Duke hat halt schon, die geht schon gut ins Ohr. Die bleibt auf jeden Fall im Kopf. Ja. So, und man kann dazu
Doch, wenn man so ein bisschen auf diesem Film ist, weißt du, so, es regnet draußen leicht, weißt du, so, die Sonne ist schon untergegangen, du fährst vielleicht durch die Nacht und hörst ihn. Könnte cool sein im Auto. Könnte cool sein. Muss man häufiger hören, könnte cool sein. Ich bin jetzt gespannt, wie Azad das Ganze Immer wenn abliefert. es geht. Ja. Immer wenn es regnet. Meine Stimme ist nicht hoch genug Nicht hoch genug wahrscheinlich. Nicht wahrscheinlich. hoch genug für Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Azad. Meine Stimme ist nicht hoch genug für Auf jeden Fall muss sein. Azad. So. Es regnet, Bruder, hat sich nichts geändert. Rauchschwaden steigen, es sind harte Zeiten. Die verdammten Dramen plagen ein Beet des Sonnenstrahlen scheinen und die grauen Tage weichen. Zukunft ungewiss und über meinem Kopf die Fragezeichen. Permanenter Kampf, denn geht die eine, folgt die nächste Krise. Leben schlägt dich nieder und in meinem Schädel dreht sich's wieder. Täglich Kriege, dacht, es geht nicht tiefer, sondern legt sich vielmehr Beet, dass ich den Dramen mal entkomme und aus dem Käfig fliege. Fliege und mich aus dem ganzen Leid erhebe. Steck im Teufelskreis des Elends. Jede Leinenschrei der Seele will den Schleier heben. Endlich keine Dunkelheit mehr sehen. Mich befreien aus der Schwere und entweichen aus der Leere. Rauf nach oben aus dem Loch in Richtung Frieden. Such nach Licht und Liebe. Doch die Krisen wollen die Sicht verschließen. Es ist nichts geblieben. Trauer steht mir ins Gesicht geschrieben. Will entfliehen. Spür den Stich in mir drin, Bruder. Immer wenn es regnet. Ich hab bei Azads Part gerade kurz ein bisschen Gänsehaut gehabt, weil es mich wieder in den Film von dem Immer wenn ich rhyme zum Beispiel gebracht hat oder halt auf dieses Fly Away, weil da hat er ähnlich geflowt, ähnlich den Text aufgebaut. Also Ja, wenn man kann den ich mir alten, sagen. wenn man den alten Azad-Film feiert, den, wo er diese melancholischeren oder auch tiefsinnigeren Sachen macht, wo er auch ruhiger rappt und nicht so, weißt du, nicht so diese Präsenz auf dem Beat extra. Gut, er hat seine eigene Präsenz, aber ich meine dieses radikale Bulldozer-mäßige, weißt du, Bandog-mäßige. Dann, also, ich weiß nicht, also wenn man das feiert, dann feiert man den Song. So. Also den Part von Azad, nicht unbedingt den Song. Ja, ich muss sagen, es hat wirklich so ein bisschen so dieses Retro-Feeling. Ich finde es auch gut, aber mir gefällt so dieser Bandog Azad besser. Ja, klar. Aber So, ich finde ist es. halt Geschmackssache. So, ich bin auch jetzt nicht so der, der so die übermelancholischen Nummern immer feiert. So zwischendurch ist das mal ganz cool, aber so bei Azad ist er wirklich, wenn er so diese sehr ruhigen Nummern nimmt, dass halt doch die Texte sehr, sehr präzise formuliert sind Ja. und sehr präzise beschrieben sind. Und das Ding ist halt einfach, das ist dann so ein Song, wenn ich jetzt irgendwo sitze, in Ruhe, so bei mir bin und so, dann kann ich sowas hören. Aber wenn ich irgendwas anderes dabei mache, nicht. Weil dann kann ich den Text nicht komplett Ja. wahrnehmen. Und dann fühle ich das nicht so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also Nee. jetzt zum Beispiel hier bei Rap Talk, wo ich hier sitze und den Text so, dem Text auch aufmerksam, es ist ja Azad. Azad hörst du halt auch aufmerksam zu, muss man sagen. Azad ist jetzt niemand, so der haut einen Text raus und du hast nur so halb zugehört, weil alles andere abgelenkt Ja. hat, sondern so der Fokus ist halt wirklich auf dem gesprochenen Wort von ihm. Ja. So, was richtig fett ist, so. Das musst du erstmal schaffen, so dass Richtig. der Zuhörer alles andere ausblendet und sich Ja. wirklich auf dein Präsenz, gesprochenes Präsenz, Wort Präsenz auf dem Beat. fokussiert, so. Und genau, hier bei Rap Talk funktioniert das, weil ich hier sitze und und wirklich zuhöre. Wenn ich jetzt aber im Auto fahre, weiß ich nicht, ob ich das so feiern werde, diesen Part. Ja, muss man halt schauen. Muss man halt jetzt in der Zeit mal ein paar Mal hören und dann wird sich das halt irgendwie äußern, dann mit der Zeit. Ja. Ja, aber generell der Part war gut. Ja, das auf jeden Der Fall. Part war gut. Das auf jeden Fall. So, und deswegen würde ich sagen, wir hören weiter. Los geht's. Frag ich mich, wie lang, weil ich hier noch kein Ende sehe. Immer wenn es regnet, bin ich wie gefangen in Gedanken, doch hilf nicht. Immer wenn es regnet, frag ich mich, wie lang, weil ich hier noch kein Ende sehe. Immer wenn es regnet, bin ich wie gefangen in Gedanken, doch er versteht mich. Ah, scheinbar hören wir doch nichts mehr von ihm.
Okay, Werbung fürs Album. Ja, der Song war gut. Ja. War gut. Doch, war ein guter Song. Ja, so. War ein guter Song. War ein guter Song, ja. Guter Track, guter Song, guter. Ja. Ja. Ein gutes Lied. Ein gutes Lied. Oh. Ein gutes Musikstück. Oh. Okay. Oh. Checkt die Videos über uns ab, wenn ihr mehr Reaktionen von uns auf andere Lieder hören wollt. Oh. Und sonst, boah. Wenn ihr das getan habt, dann sehen wir uns morgen wieder mit einem neuen Video. Wie jeden Tag. Oh. Wie jeden Tag. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Boah, der tat weh.